So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu der zweiten Hälfte der zweiten Aufnahmesession. Ach, nein, egal, auf jeden Fall zur für mich heutigen Aufnahmesession. So, genau. Ton läuft, hoffe ich. Sieht gut aus. Ja. Okay. Okay. Passt. Ja, das Schöne mit der neuen Kamera ist, man sieht auch jetzt mich wunderbar, obwohl es ja schon doch schon jetzt relativ spät ist. Es ist gerade, sieht man unten, ne? Es fängt schon an dunkel zu werden. Und trotzdem sieht es auf der Kamera aus, wie als wenn es mitten am Tag wäre. Also ist sehr schön. Eines der super Sachen, die ich an der Kamera mag, an den neuen Kameras, finde ich ganz geil. Aber davon lassen wir uns jetzt mal nicht beirren, sondern wir spielen mal ganz kurz weiter. Übrigens hat sich ein bisschen was getan bei dem 2B2T-Server. Der ist mir andauernd abgestürzt wegen Hitzeproblem. Und da ist er wohl scheinbar so oft abgestürzt, oder naja, dabei ist er halt so oft abgestürzt, dass auch irgendwann mal kritische Treffer mit dabei waren, weswegen die Welt verschossen war, wie mir gestern aufgefallen ist. Nun habe ich heute versucht, die Welt wiederherzustellen. Kann man auch im Forum nachlesen. Ist aber nicht sehr, sehr gut geglückt. Und deswegen hat Sonomiko und ich entschieden, okay, wir machen den Server komplett neu. Machen jetzt auch mehr auf Anarchy, also hier Anarchie-Server. Kann man ganz kurz hier, ist der hier gelistet bei mir? Nö, natürlich nicht. Dann mache ich mal so und mache ich mal so. Also, ne, ihr findet ihn ganz normal über 2B2T und da gibt es einen, der ist bei Ronix gelistet. Also das ist denn der von mir, beziehungsweise der von Hatsune Miku, den ich ja eigentlich nur hoste für sie. Genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. So, ne, wir wollen da. Ich verbinde mich ja lokal. Ja, direkt über LAN. Ronix, ja, meinetwegen. Nehme ich einfach mal das gleiche. Das war jetzt falsch. So. Passt. Ja. Man sieht keine Area Mod mehr. Es gibt auch keine Protection-Dinger mehr. Also reiner Anarchie-Server, wie auch unter mein Klon, ne, der originale 2B2T-Server von Minecraft, der hat ja auch keine Protection oder ähnliches. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, auch hier bei dem Mein-Klon Protection komplett rauszunehmen. Ja, also es gibt noch die klassischen. Da weiß ich gar nicht, was. Gibt es bei Minecraft überhaupt Sachen, die geschützt sind? Weiß ich gerade gar nicht. Türen oder sowas gibt es ja auch nicht geschützt. Türen oder sowas. Warum funktioniert gerade gar nichts? Klaus. Ach ja, ist ja. Ja, ich sehe hier gerade gar nichts, weil ich jetzt mal Rohstoffe sammeln muss. Ist ja dieses inkrementell wachsende Inventory Hilfeguide. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Welt ist wieder zurückgesetzt, komplett auf Anfang. Es gibt jetzt auch keinen Spawn-Bereich mehr. Ich habe jetzt diesen fixen Spawn-Point habe ich entfernt. Das heißt, man spawnt jetzt halt irgendwo. Und auch keine Spawn-Protection mehr, kein nichts, kein gar nichts. Das heißt, wie gesagt, genauso wie bei dem Original 2B2T-Server von Minecraft ist es hier auch so, dass man, wenn man ein Gebäude bauen möchte, das nicht gegrieft werden soll, man sich einfach ein stilles Eckchen irgendwo ganz weit weg vom Spawn suchen sollte. Der Vorteil auf dem Server ist ja auch so wie bei meinen anderen Servern, dass wenn man, der steht glaube ich auch, wenn man direkt joint, genau, leave the spawn as quick as possible, no one far from you can see a name tag. Was auf Deutsch nichts anderes heißt, wie dass Spieler, die mehr als 64 Blöcke von dir entfernt sind, deinen Namen-Tag nicht mehr sehen können.
Ja, das heißt, wenn man sich relativ weit vom Spawn wegbewegt oder von anderen Spielern wegbewegt, dann wissen die auch nicht mehr, wo man ist. Ja? Von daher kann man sich da schon ein bisschen schützen. Man muss es halt nur machen. Genau. Das dazu, das ist aber jetzt nicht unser Ding. Ich hatte übrigens heute auch gesehen, habe ich auch im Forum geschrieben, dass diese Server-Map von dem To-B2T-Server einfach mal 13 GB groß war. Digga, den Server gibt es vielleicht seit 2 Monaten. 2, 3 Monate? Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es den Server schon. Also 2, 3 Monate. Und der hat bereits die Server-Map-Größe von meinem Mineclone-Server, also meinem richtigen Mineclone-Server, dem German Mineclone-Server, um mehr als das Vierfache überstiegen. Ja? Bei meinem German Mineclone-Server habe ich derzeit eine Größe von 3,1 oder 3,4 GB, irgendwie so in dem Dreh. Wie gesagt, hier einfach mal 13 GB. Ist schon, naja. Dafür, dass der Server einen Bruchteil des Alters hat, was von meinem richtigen Server, ist schon erstaunlich. Ich muss mal gucken, ob die 60 GB Platte, die da drin ist, in dem Rechner wirklich reicht. Wenn nicht, muss ich doch mal eine größere Platte reinsetzen. Ich muss noch mal gucken. Im schlimmsten Fall war die Welt nämlich gar nicht korruptet, weil der Server andauernd abgewürgt ist, sondern weil die Welt einfach zu groß war. Ich habe nämlich auch irgendwo mal, ich habe ja erst Fehlersuche gemacht und ihr guckt, dies, das, Ananas, was so der Fehler sein könnte. Und dabei habe ich dann gesehen, dass es bestimmte Leute gibt, die auch meinten, dass solche Fehler dann auftreten. Es ist gerade Nacht, ernsthaft. Solche Fehler auch dann auftreten, wenn die Welt zu groß ist. Und zuerst habe ich halt gedacht, kann nicht sein, der Server ist neu, die Welt ist noch nicht so groß. Aber als ich dann gesehen habe, dass die Welt doch schon 13 GB groß ist, dachte ich dann so, okay, das sprengt alle Rekorde. Vielleicht könnte da doch ein bisschen was dran sein. Ja. Naja, so, denn das Bone. Bone mit so einem Grün. Wir haben immer noch unsere Slabs, wir packen es aber erstmal hin und dann bauen wir mal das Dach weiter. Da waren wir ja stehen geblieben. Das ist unser derzeitiges Anliegen hier. Sehr geil. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir mal ein bisschen auch mal irgendwann auf den 2B2T-Server spielen. Wobei ich das, naja, wirklich spielen ist halt blöd, weil, ne? Der soll halt jetzt komplett ohne Protection laufen. Und wenn ich da jetzt natürlich der Let's Play drauf machen sollen würde, dann wüsste ja jeder, wo ich da spiele. Und ja, dementsprechend kann jeder diese Stelle suchen und dann die Sachen griefen. So wie es ja auch sein soll. Aber dementsprechend ist es halt für Let's Plays ein bisschen schwierig. Der ist jetzt quasi nicht mehr Let's Play-freundlich. Ist halt so. Ich meine, ich kann auch gucken. Ich habe die Area mal doch ein bisschen abgewandelt. Dass, wenn ich die Area Mod quasi aktiviere, man dafür halt nicht das Interact-Privileg braucht, um Sachen schützen zu können, sondern ein spezielles Area-Privileg. Das heißt, ich könnte die Area Mod auch aktivieren und dann wäre sie halt nur für Leute verfügbar, die halt ein spezielles Privileg haben. Das könnte ich mir dann bei meinem Let's Play-Account geben, aber dann habe ich doch wieder Protection drauf und darauf habe ich nicht wirklich Bock, weil der Server soll halt ja, Anarchie sein. Und wenn ich dann da anfange mit dem Let's Play und dann, oh, alle können machen, was sie wollen, aber mein Bereich ist geschützt, ist dann auch ein bisschen Kacke und ja, dementsprechend. Ja. So, hoffentlich mache ich jetzt auch nichts falsch. Sieht aber alles korrekt aus. Doch relativ geräumig hier, ne? Schön, schön. Gut, von innen sieht das natürlich ein bisschen kacke aus, von der Textur her. Aber das ist ja völlig egal. Hauptsache von außen passt es und das passt perfekt. Na, wobei jetzt beim 2 Uhr. Ach ja. Ein Glück kriegt man keinen Fallschaden. Wo ist meine. Hä? Hatte ich nicht eine Mütze? Einen Helm? Nani? Was ist hier los? Ich hatte doch einen Helm. Wir hatten doch zwei Sachen gefunden. Oh, guck mal, die erste Melone fertig.
Ja, danke dafür. Nice. Zum Glück überhaupt nicht laut oder so. Cool. Da würde ich mal sagen, bitteschön. So, wir pflanzen hier mal weiter. Nice. Guck ich so ratzbrett essen. Ah, die Samen kannst du nicht essen, ne? Das ist ganz schön wählerisch, mein Freund. Haben wir welche Karnickel? Die können das Zeug doch essen, oder? Ich sehe aber gerade erstmal keins. Normalerweise rennen die immer gleich 5 Stück rum. Aber wenn man eins sucht, ist natürlich keins da. Ganz großes Kino. Ah, guck mal, ich sein. Bleib stehen. Nee, ist der gar nicht. Okay, dann können wir wirklich nur Küken das Zeug essen. Was ist denn der Karnickel? Ist die überhaupt irgendwas? Ja doch, ne? Muss ja. Sonst kann man die ja gar nicht tamen. Die Frage ist, was essen die? Wahrscheinlich Karotten. Classic. Ja, Hühnchen sehe ich erstmal keine. Was noch ein Häschen? Haben wir Möhren dabei? Nö. Schade. Wieso haben wir keinen Helm? Ich könnte schwören, wir haben eine Rüstung, also so Chest und einen Helm gefunden. Habe ich den in eine Kiste gepackt? Aber ich wüsste nicht wie. Wir haben doch beides angezogen gleich, oder? Ich guck mal nach. Nö, ist nicht da. Kein Helm whatsoever. Das ist natürlich dezent deprimierend. Oh gut, das ist so. Gut, dann gehen wir mal wieder aufs Dach. Wieso waren wir überhaupt unten? Keine Ahnung. Achso, weil wir runtergefallen sind. Da war ja was. Ja. Das war ein Unfall. Ich werde hier auch mal diese Sanddings da bauen. Einfach, weil es vom Handling her besser ist. Was jetzt? Da. Ungefähr so. Und dann ungefähr so. Perfekt. Ich hoffe, das passt doch so. Nicht, dass jetzt die hier falsch rotiert sind. Das wäre Classic. So, dann machen wir erstmal dich hin, damit du hier hinkommen kannst. So. Boah, leck mich doch. Like, what the fuck is going on here? Okay, dann machen wir es halt so. Ist mir jetzt völlig egal. So und so und so. Hast du dich geschnitten, wenn du dachtest, du kannst mich hier verarschen? So weit kommt's noch. Sieht doch heller aus als gedacht. Mal von Weitem gucken, wie es aussieht. Ob es wirklich so gut aussieht mit dem hellroten Dach. Aber wie gesagt, ich will halt keine Ziegel verwenden, weil Ziegel, ich meine, wir haben hier massig Ton, das wäre nicht das Problem, aber die Ziegel sind halt zu extrem. Zum einen ist es rot zu krass, ja, richtig Gangster-Life, und zum anderen halt durch diese ganzen weißen Striche, Mattenmank, es sieht halt einfach zu komisch aus, sag ich jetzt mal. Ja. Nicht, dass ich jetzt der bin, der sich über komische Sachen beschweren sollte, ja, aber ich meine, es muss ja ein Limit geben. Denke ich einfach mal. Würde ich jetzt sagen. Tja, uns geht mittlerweile schon das gute Stein aus.
Wenn also tatsächlich schon gleich wieder losfahren dürfen. Neues Zeug holen. Das ist deprimierend. Wobei eigentlich nicht wirklich. Achso, siehst du, die Erde kann ich wegnehmen. Brauchen wir nicht mehr. So, mit den Dingen müssen wir gucken, ob es hier wirklich bleiben kann. Ich meine, jetzt stören tut es erstmal nicht. Aber Melonen. Melonen. Dieses Aufsammeln von den Melonen ist so laut. Weil das Problem ist, du nimmst ja immer gleich 4 Stück mit einmal auf. Und das ist natürlich dann, der wird quasi 4-mal der gleiche Sound abgespielt. Und das natürlich dann, merkst du schon. Wenn ich jetzt hier loslasse und einfach mal durchrenne, da hört man es richtig, dass pro Stück der Sound einmal abgespielt wird. Das ist krass. So. Bitteschön, haben wir die Reihe komplett. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum bist du hier Erde? Hä? Hey, sind ja mehrere, die. Was soll es hier los? Kann sein, dass die erst in die Richtung wachsen wollen und dann damit das hier in der Erde machen und dann merken, ach Kacke, das ist ja schon was. Es wäre richtig behindert. Wow. Bug in der Engine. Easy. So, wie viel waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird größer. Gut jetzt. So, pop, pop, perfekt. Nice. Unsere ersten Melonen. Yay! Und leer. Gut, dann gehen wir mal los und holen mal neuen Stuff, beziehungsweise wo ist die Sonne? Die ist schon. Geht bald unter. Wir haben jetzt leider eine relativ weite Reise. Das heißt, wir lassen das erstmal und gucken mal, was wir hier so machen. Idee Nummer 1. Ich baue hier nochmal ein paar Sachen ab. Damit ich die Slabs habe, um da. Ein bisschen gucken zu können. So, die Frage ist nämlich, wenn ich das jetzt dahin klatsche. Ne, es geht auch nicht. Müssten. Wenn wir hier das massiv bauen, das wäre aber massiv übertrieben. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier Holz hin mache, ja, dann haben wir ja immer quasi zwei Blöcke. Also, ja, wir klatschen am dümmsten. Dann haben wir jetzt quasi hier einen Steinblock und dann hier einen kompletten Holzblock. Das heißt, die Schräge hier unten funktioniert halt nicht mit Holz, weil wir immer einen Slab hochgehen und keinen ganzen Block hochgehen. Das würde also von außen komisch aussehen. Deswegen müssten wir. Oh, gut, hinklatschen kann ich auch nicht. Na, scheiße. Ja, okay, komm. Wir holen einfach mal noch mehr Sandstein und dann machen wir das Ding einfach tatsächlich massiv aus Sandstein. Beziehungsweise natürlich noch mit Fenstern, dass man da durchgucken kann. Ne? Die Sonne ist zu hoch, um zum ins Bett gehen, aber immer noch, also zu tief, um jetzt, dass es sich lohnt, loszugehen. Das ist deprimierend. So, da können wir schon mal überlegen. Ein Schweinchen. Ich wollte hier hinten noch ein Haus hinbauen.
ein richtiges Wohnhaus, weil das ist ja eher so eine Strandhütte. Können wir manchmal gucken, wo wir das Haus hier am dümmsten platzieren? Ich würde mal sagen, diese Schicht, die oberste hier, die kommt weg. Dann haben wir hier eine relativ große ebene Fläche, wo wir wunderschön bauen können. Das sollte passen. Warum ist hier so eine riesen Schlucht, bitte? Was zur Hölle geht denn hier ab? Oh, holy moly, da geht's ja richtig tief runter. Nice. Ach, das ist eine Mine. Cool, da haben wir Eisen. Cool. Da komme ich eh nicht dran. Also, der Sonne. Oh, und es regnet. Na super. Ja, das ist natürlich sehr schön. Haben wir hier einfach mal eine Mine. Hier können wir uns runterbauen. Das dürfte gar nicht mal so schwer sein. So. Haben wir schon mal einen Anfang. Aber eine Fackel dabei natürlich nicht. Schauen wir mal ganz kurz ein bisschen eine Fackel. Damit wir auch was sehen. Also schon mal gleich mehrere Fackeln natürlich. Klar. Alter. Was ist hier los? Überall Schluchten. Die haben wir ja gebaut. Scheiß Regen. So. Erstmal das wegpacken, was bei zwei Kiste, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Beziehungsweise das kann auch gleich rein. Oh, Melone. Hier kommt das Zeug rein, genau. So, wir brauchen eine Spitzhacke. Wir brauchen Fackeln. Wir brauchen. Wir gehen mal so rein. Erstmal nur gucken, wie groß die Höhle überhaupt ist. Finde das immer so geil, diese Optik, wenn man so hoch guckt. Schon cool. Kann man im echten leider nicht machen, dann tropfen einem die Tropfen direkt ins Gesicht, also in die Augen, und das ist immer nicht so geil. So. Ich mach mal hier eine Fackel hin. Hier kommen wir runter, hier kommen wir runter, da kommen wir runter und viel weiter geht's nicht. Obwohl doch. Auf der Seite kommen wir runter. Nice. Oh, Lava. Ohne Kiste. Oh, reichliche Eisen haben wir hier. Okay, sehr schön. Ah, wir haben die Lava umschifft. Oder? Nee, ist eine andere Kiste. Ist eine andere Kiste. Ah, jetzt, wo wir Melonen haben, finden wir massig Melonsamen. Ist ja wieder typisch. Ey. Ist ja bekloppt. Scheiße, die Wand dann. Was ist denn hier los? Interessant. Ist auch noch eine Kiste. Sehr schnieke. Oh, Eisen. Auf Weise Namenstext.
Die Frage aller Fragen ist, von wo kamen wir? Nee, hier nicht. Weil wir sind ja jetzt eine Ebene nach oben gegangen, ne? Von hier kamen wir, dann kamen wir von da hinten. Da unten ist hell. Interessant. Hier geht es auch wieder runter. Glaube ich, Monster. Ich glaube, ich höre Monster. Auf jeden Fall höre Schritte. Okay. Müssten wir jetzt hier wieder auf der Ebene sein, wo wir auch reinkamen, ne? Das heißt, hier könnte jetzt die Lava sein. Ja, hier ist die Lava. Da hinten haben wir begonnen. Krass, korrekte Kacke. Wie viele Fackeln wir gerade bekommen, ist ja schlimm. So, und hier ist offensichtlich noch was. Achso, genau. Ja, von hier kamen wir. Da ist die Lava. Und wo geht's hier lang? Achso, genau, das war der Weg, den wir gelaufen sind. Das heißt, wir haben die Mine komplett erforscht. Das ist ja Schnieke. Mache ich das dazu? Ich will es noch nicht komplett zumachen. Nur so. Achso, ist natürlich. Ach, mit dem Raum. Dann mache ich das mal. So ungefähr. Da hinten geht es natürlich auch noch runter. Scheiß jemand dann. Was ich jetzt mache, ist gerade wahrscheinlich dumm. Das heißt, ich muss schnell sein. Klappt das? Ja, es klappt. Ha! Oh, und du in Berlin. Nice, weggedodged hier. Cool. Da war hier so ein richtig schön Tropfen. Wo die Lava drin ist. So, und hier ist noch ein Gang, wo der wohl hinführt. Achso, hier waren wir ja. Ja, genau. Okay. Na gut, da haben wir die Mine schon mal erforscht. Komplett. Viel zu sehen gab es hier nicht. Hier gibt es ein bisschen Eisen, ja. Wenn wir vielleicht früher oder später mal gebrauchen können. Noch haben wir ein bisschen. Aber gut zu wissen, dass es in unserer Nähe ein bisschen was gibt. Es regnet halt immer noch. Wie krass kacke ist das denn hier? Aber es müsste mittlerweile so spät sein, dass wir schlafen können. Irgendwie gibt es ja, wenn es so gewittert oder regnet oder sowas, gibt es ja hier keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Sag ich doch, es ist eigentlich schon Nacht. Also, dann gehen wir mal ganz schnell nach Hause, weil der Zombie auch ultra laut ist. So, ab in die Haja. Schnieke. Na dann. Würde ich mal sagen, das war's dann auch mit der Folge. Dann sehen wir uns. Oh, schönes Bild. Nächste Folge wieder. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen Sandstein jagen. Und hoffen, dass es nicht wegläuft. Naja. Gestorben.